Es ist ein trauriger Rekord. In den USA sind bisher mehr als 623.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das ist die mit Abstand höchste Zahl der bestätigten Todesfälle weltweit. Jetzt kündigt die US-Gesundheitsbehörde an, dass ab kommenden Monat bereits jeder US-Bürger ein Angebot für eine Auffrischungsimpfung erhalten wird. Ab dem 20. September soll mit einer dritten Dosis der Impfstoffe von BioNTech oder Moderna gegen die Ausbreitung der Delta-Variante und die nachlassende Schutzwirkung der Vaccine angekämpft werden. Bisher gilt rund die Hälfte aller Amerikaner als vollständig geimpft. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Corona-Infektionen in den USA aber trotzdem sprunghaft angestiegen. Derzeit werden täglich mehr als 120.000 Neuinfektionen gemeldet.